Aha, das sind jetzt diese exotischen Pilze. Genau. Wie heißen die? Das sind die chinesischen Pilze. Die getrocknet, also ostasiatische Pilze Mu'er. Mu'er. Holunderschwamm, getrocknete Baumpilze. Mhm. Verunreinigungen nicht ausgeschlossen. Das heißt, ja, das du musst mal erstmal. Gesund, ja. Jeden Tag ein kleines Löffelchen Dreck und dann ist der Fall schon erledigt. Dann wird man stärker. Das sagt man schon zu den kleinen Kindern. Leute, ja. Die essen auch immer. Ja, Dreck. Im Sandkasten. Aber die hast du vorher im. Schön ausgewaschen. Ausgewaschen und dann eingeweicht. Ein paar Stunden eingeweicht genau. Und jetzt schneidest du die. Noch klein. Und hier hast du Maronen. Das sind genau. Das sind Esskastanien. Esskastanien und die sind normalerweise, man kann sie am Markt kaufen. So also, auch die, die man bei uns auf den Grill legt. Ja, aber das aber ist ziemlich mühsam. Ja, und da muss man, ja, und da muss man die Haut abziehen und so. Und die sind fertig. Die sind fertig. Und Esskastanien und Maronen ist das gleiche, die gibt es in Gläsern genau. Und in Dosen. Genau, und die muss man nur zerkleinern. Hast du zerkleinert? Genau. Da hast du das ist Petersilie, das ist Apfel. Kleingeschnittener Apfel. Und das ist was ganz Spezielles, Korianderkraut. Koriander? Das ist ganz toll. Das nennt man das ist auch chinesische Petersilie, genau. Weil die Chinesen sehr viel benutzen. Die haben so, die Thai-Küche hat es ja. Auch. Willst du das auch noch schneiden? Nein, das kommt so rein, das wird ganz rein. Das Ganze wird die Fülle einer Ente. Genau, einer Flugente, das ist auch wichtig. Die kaufst du auf dem Markt? Genau, auf dem Markt schon. Und wie heißt das, wenn das fertig ist? Also das heißt Ente bayerisch-surinamisch. Oho. Bei Surinamisch, da kommt der chinesische Touch rein. Dieser Touch rein. Genau. Aber Suriname ist woanders. Ja, Suriname ist in Brasilien. Ja, aber da das bin ich. Aber das ist, ja. Hast du das früher irgendwie als Kind schon? Nee, ich habe als Kind immer gesagt, also wenn ich mich sehr fremd gefühlt habe im bayerischen Lande zum Beispiel und wenn mal alles außenrum ein bisschen zu grobschlächtig war oder zu verroht war, dann habe ich immer gesagt, ich komme aus Suriname. Das war für mich in meiner Kindheit China, also Gärten, freundliche Menschen, freundliches Lächeln, Rituale, Geschenke. Und das ist jetzt eingeflossen in diese Ente, die genau. Weder aus Suriname noch aus China oder aus deine Erfindung. Ganz aus mir selbst heraus. Das hier ist auch das ist schon jetzt ein schon Teil vorbereitet. Fülle. Da habe ich jetzt, da habe ich jetzt Knoblauch, der ist schon püriert. Ja. Und dann habe ich Zwiebeln. Ja. Dann habe ich Lauch. Ja. Und dann habe ich, also das wird mit Öl ja. Wird das angebraten und mit Geräucherten, das ist ganz wichtig, das wird dann dazugegeben. Ist das sowas wie Wammerl? Ja, aber sehr, soll es ziemlich mager sein. Ja, aber das ist die bayerische genau. Komponente genau, daran. Da kommt Bayerisch-Surinamisch. Jetzt kommt sozusagen jetzt das Surinamische, also das Exotische. Genau. Das waren diese Pilze. Darf ich das so ein bisschen verrühren? Genau, das muss sich richtig jetzt verschmelzen. Ja. Man muss eine eigene Essenz. Das, ist jetzt, das sind jetzt die Maronen, die Esskastanien. Jetzt kommt die Petersilie. Petersilie, das ist wieder eher etwas deutsch. Das ist ein typisch deutsches Gewürz, genau. Petersilie. Also das kommt dann später rein in die Füllung. Jetzt muss das aber richtig ziehen. Das ja, muss jetzt richtig ja. Ziehen. Sollen wir das ein bisschen größer machen? Würde ich auch sagen. Und die Äpfel schon rein? Die kommen am Schluss, gut. Weil die geben dem Ganzen jetzt sowas. Heißt das, dass du das Süßes, jetzt ein bisschen, paar Minuten ziehen? Ein paar Minuten ziehen. Das gibt mir Zeit, dir zu sagen, was ich gemacht okay. Habe. Ich habe ein Serviettenknödel. Natürlich habe ich einen schon vorher reingetan, damit wir es probieren können. Mhm. Und es braucht genau 30 Minuten. Oh, das ist jetzt so ungefähr, in 15 Minuten wird das fertig sein. Ich habe es vor 15 Minuten reingetan. Was ich gemacht habe, ist eigentlich sehr einfach. Es ist ein Rezept meiner Mutter. Es gibt so viele Rezepte für Serviettenknödel wie für Risotto. Die einen machen sie mit getrockneten Semmeln, mit frischen. Also ich mache sie mit frischen Semmeln. Hier sind 4 frische Semmeln. Heute gekauft und geschnitten in so kleine, siehst du ja. Mhm. Dann habe ich reingetan ein ganzes Ei, ein Ei Dotter, mhm. Ein Fingerbreit Butter von der Mutter. Meine Mutter hat nie gesagt 100 Gramm oder irgendetwas. Ein Fingerbreit Butter, aha. So das halbe Pfund genommen so und abgeschnitten. Das haben wir also ausgerechnet, für diejenigen, die wissen, was ist ungefähr 60 Gramm. Aha. Die habe ich ein bisschen zerlassen, auch drauf. Und dann hat sie gesagt, 2,5 Tassen Milch. Du weißt, es gibt solche Tassen, oh, ja. Es gibt solche Tassen. Ich habe mich dann so langsam herangerobbt. Also es ist ungefähr ein halber Liter Milch, mhm. Kannst du sagen. Und das habe ich verrührt und stehen lassen. Das muss mindestens 15 Minuten. Mhm. Weil dadurch werden jetzt sind die ganz weich, dass die Flüssigkeit zieht in die Semmel rein. Und jetzt kommen 100 Gramm Mehl. Wobei auch das mit dem Mehl eine noch Sache bisschen. Ist. Ja, manchmal sind die Semmeln größer, manchmal sind sie kleiner, mhm. Die Eier sind größer, kleiner. Also man kann, gibst du mir so einen Spachtel? Einfach so. So, ja. Upsla. Die sind
Es kann sein, dass die 100 Gramm zu viel sind. Es kann auch sein, dass sie zu wenig sind. Ja, das ist jetzt das so die Kunst. Du kennst. Ich habe es mal versucht mit griechischem Weißbrot und das war ganz furchtbar. Ja, schwierig. Kochst du viel? Ja, also für Gäste. Also ich mag also nicht diesen täglichen Wahnsinn, dass man eben täglich sozusagen immer in der Küche stehen muss und die Haare alles aufgelöst ist. Oder für mich selbst alleine habe ich keine Lust. Ja, aber sobald Menschen dazukommen und eben das Ganze wirklich als Abenteuer einladen, Leute um den Tisch rumsitzen oder für meine Familie dann was kochen, was sie noch nicht kennen oder auch nicht gerne. Du warst ja auch mal Wirtin. Ja, ja. Hast du eigentlich auch... Hast du auch gekocht in dem Mutti-Bräu? Also ich habe gekocht, aber nur zweimal die Woche, weil ich wollte ja Kommunikation mit den Menschen auch und wollte mich auch um die Programme kümmern. Und ich habe dann so gemacht, ich habe dann Gastkochessen gemacht. Ich habe dann also zum Beispiel einmal kamen Köche aus Trinidad und haben die ganze Band mitgebracht, ihre ganzen Zutaten mitgebracht und haben aufgekocht und haben das dann selber verkauft. Oder ein Franzose kam und das war sehr schön. Ich wollte nur schnell unterbrechen. Du siehst, ich habe jetzt noch etwas nachgegeben. Es war doch ich noch... Ich muss aufpassen. Wir reden Wir haben es hochgehen. Jetzt gerade noch. Gut, dass ich... Mein Gott. Oh, lala. Aber jetzt müssen wir gleich das passiert einem doch in der Küche auch, dass einen jemand abhält. Ja. Jetzt kommt ein Spritzer Sherry rein. Ja. Kochst du mit Gästen oder allein für dich in einer einsamen Küche? Also ich finde es am schönsten, zusammen zu kochen. Ja. Und das finde ich auch sozial und fair. Weil ich finde es gemein, wenn die Hausfrau da weggetrennt wird und muss da kochen und schwitzen. Und die anderen sitzen schon da und lassen alles hängen. Alles hängen. Ja. Ich habe ja so eine Küche, wo die Gäste schon da sind und auch zuschauen. Und das ist toll. Das habe ich auch gern. Und jetzt kommen die Äpfel. Ah, jetzt kommen die Äpfel. Jetzt habe ich da einen Schuss Sherry. Aber man muss, wenn man mit Gästen zusammenkocht, wirklich aufpassen, dass das nicht passiert, was uns gerade passiert ist. Dass man nicht sich ablenken lässt. Ja, aber es war gerade im letzten Mal. Ja, ist alles okay. Wir haben es noch schön erwischt. Sherry, hast du schon Sherry reingespritzt? Habe ich schon reingespritzt. Ist alles wunderbar. Ich habe es jetzt sehr klein gestellt. Mhm. Ich kann es dir auch auf eine kleine Flamme, aber ich glaube, das kann. Jetzt brauche ich noch Soja, ein bisschen Soja. Gutes Soja da. Das darf kräftig sein. Ja. Weil das wird sich dann, das zieht dann rein in das Entenfleisch von innen. Ja. Soll sich dann durchziehen. Sag mal, wir haben ja nun schon eine Ente reingetan. Ich glaube, die müsstest du auch noch mal begießen jetzt. Ja, unbedingt. So, das muss jetzt noch mal sich verschmelzen. Ja. Das gibt dann wieder eine neue Essenz, weil jedes Mal, wenn was Neues dazukommt, gibt es eine neue Essenz. Und wieder neue Essenz. Und die Äpfel. Genau. Alles von dir komponiert. Genau. Mal, pass auf. Du hast es vorher reingetan, das braucht ja 70 Minuten, glaube ich, oder 80 Minuten. Also 70, haben wir es schon je nach vorher Größe, reingetan. Je nach Größe. Und du hast es begossen mit was? Ja, das ist Orangensaft, ausgepresster Orangensaft und Sherry. Jetzt mal daher. Oh, Orangensaft. Brav. Du brauchst aber jetzt nicht mehr, es hat sich selbst... Nee, das muss Schau jetzt mal, ich habe so ein langes. Genau. Das ist doch praktisch. Das muss jetzt immer wieder, das was austritt sozusagen, das ist eigentlich die Idee, die alchemistische Idee. Also eben jetzt nicht nochmal zusätzlich Orangensaft nochmal drauf. Das wird am Schluss nochmal gemacht, wenn die Soße ein bisschen mehr werden soll, das wird jetzt drüber gegossen. Das geht immer wieder rein und immer wieder zusammen. Hast du nicht gesagt, dass du auch noch ein bisschen Honig drauf tust? Honig kommt ganz am Schluss. Nicht jetzt, kurz nicht. Bevor wir es raustun. Aha. Das wird nochmal... Gut. Okay, tue ich hier rein. 190 Grad, ist das richtig? 190, also am Anfang 210 so, zum dann, Anbräunen, das ein bisschen außen und dann 190. Jetzt zeige ich dir meinen Serviettenknödel. Da habe ich also hier, es muss weich sein, aber nicht fest. Das ist halt die Sache, die muss man lernen. Das kann man nicht erst, mir, als meine Mutter starb und ich sie dann ohne ihre Hilfe machen musste, haben mir die ersten drei sind gelungen und dann sind fünf völlig daneben gegangen, weil ich zu viel Mehl reingetan hatte. Wenn man natürlich zu wenig Mehl gibt, dann fallen sie auseinander. Denn der Was macht Clou, man dann? Immer wieder Eigelb, immer wieder Eigelb. Ja, nee, dann kannst du eigentlich wenig machen. Der Clou am Serviettenknödel, und das ist der Unterschied zum Semmelknödel, dass das etwas ganz Feines ist. Mhm. Das ist eigentlich an diesem Punkt zwischen noch nicht eine richtige Masse sein, aber auch nicht eine richtige Masse sein. Aha. Das ist so ein ganz himmlischer Locker, Punkt. Es ist eigentlich fast kurz bevor es... Himmlisch. Ja, also kurz nachdem es... Also noch eigentlich 5 Minuten weniger und es würde noch auseinanderfallen. Und 5 Minuten mehr oder mehr Mehl. Und es wäre einfach wie ein Semmelknödel. Mhm. Es hat eine sehr besondere... Ein Kunstwerk, kann man schon sagen. Aber macht man ja auch nicht jeden Tag. Ist schon Festtagsessen. Meine Mutter hat immer gesagt, ich gebe euch alles Fleisch, wenn ihr mir
den Knödel und die Soße lässt. Ja, herrlich. Das ist das Entscheidende. Kannst du das mal halten? Mhm. Aber das ist halt immer die Arbeit. Die meisten Menschen machen sich ja nicht mehr die Arbeit. Ja. Das ist schade. Ja. Aber die Zeit ist halt auch immer so da. So, damit ist das eigentlich fertig und kommt dann, das hast du ja gesehen, hier so rein in kochendes Salzwasser. Okay. Das tun wir jetzt mal weg. Wir können jetzt unsere Ente, Tante Rosa füllen. Die füllen wir jetzt. Ach genau. wir haben eine zweite hier. Riech mal. Für dieses Kochen auch sinnlich. Ja, ja, Gerüche, mhm. Essenzen, alles und was, vor allem was neu entsteht. Ja. Sachen, die neu entstehen. Also Rezepte sind für dich Anregungen vielleicht? Oder? Also Rezepte nehme ich so mal als Grundskelett. Ja, das meine ich als Anregung. Und dann fange ich an, ein Schuss hier, ein Schuss da. Also und es wird nie gleich. Die habe ich auch noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gehört. So. Was machen wir jetzt? Das können wir ja hier jetzt alles wegtun. Genau. Das brauchen wir nicht mehr. Das geht ja. Ein Löffel. Was brauchst du? Normalen Löffel? Für die Füllung, genau. Hier. Wunderbar. So. Aber jetzt musst du beweisen, jetzt muss der Herr Doktor ran. Ja. Weil es muss auch genäht werden. Das machen vernäht wir. Werden. Machen wir. Nähen machen wir. Guck mal, da ist ja heute auf dem Wege hierher hat der Taxifahrer zu mir gesagt, also ich weiß ganz genau, der Herr Biolek, der war mal Arzt. Hat ich gesagt, das weiß ich. Ich bin Psychologe. Habe ich gesagt, ja, muss Nein, er sein, muss er sein. Ich bin kein Arzt, ich war Jurist. Aber das ist lange her, du. Über 30 Jahre. Müssen. Weil er war sich total sicher. Hat gesagt, ich weiß es ganz genau. Wie ich hier umgehe mit dem Nadeln. Er war mal Psychologe. Ja, ein bisschen Psychologe wird man ja sein, in dem Geschäft. Sag mal, und in dem Muttibräu, das war ja auch so eine Sache, das war kein normales Lokal. Also die Tradition von Muttibräu war ja schon vorab gegeben und da war es für mich schon eine ganz schöne Belastung, da reinzusteigen, weil die Muttibräu, die war ja ganz berühmt, so wie bei euch die Mutterei, die gab es ja auch und die hat sich ganz stark um Künstler angenommen. Wenn sie kein Geld hatten, haben sie natürlich Bilder abgegeben, haben dann immer ihren Magen vollschlagen können und ihr Mann hat natürlich da immer ein bisschen scheel drauf geguckt. Ja. Was, oh, nein, das ist mein Knödel, ist ein bisschen zu aber groß. Jetzt müssen wir ein bisschen runterstellen. So, und was ganz wichtig ist, ist hier der Stürzel heißt es, gell? Der Stürzel. Ja. Da gibt es ja auch verschiedene Geschmäcker. Manche schneiden ihn ab. Den wollen sie nicht, manche wollen ihn besonders gerne. Willst du ihn haben? Ja, ich bitte drum. Ist das französische Element des Ogü. Ogü, Ogü. Ja, Ogü muss schon sein. Parce que le Bürzel est là. Le Bürzel muss schon sein. Jetzt brauchen wir auch zum Zusammennehmen. So, soll ich den jetzt mal? Ich halte es mal. Ja. Siehst du, vielleicht war ich doch in einem früheren Leben Arzt. Ja. Glaubst du an Reinkarnation? Ja, schon. So aber bisschen, ich mag es nicht übertreiben. Ich auch nicht. Also ich mag nicht gerne, wenn man nur, also wenn jeder immer sagt, ja, ich war Kleopatra. Nein. Die hat es nur einmal gegeben. Genau. Und man war auch mal vielleicht ein Diener oder man war auch mal ein Bettler unter der Brücke. Und dann denke ich immer, das ist die Seele, das glaube ich, dass die sich wieder inkarniert, aber dann hat man ja auch noch seinen Körper. Genau. Mit den ganzen genetischen Informationen. Genau. Bis Adam und Eva zurück. Also ich denke nur manchmal, irgendwas muss ich im Mittelmeer gewesen sein, weil es mich immer so ans Mittelmeer zieht. Mhm. Aber vielleicht ist es einfach nur, weil da die Sonne immer scheint oder was weiß ich. Aber es gibt andere Sonnengebiete, wo es mich nicht hinzieht. Also insofern hat es vielleicht schon was sein. Pass auf, das ist doch jetzt, glaube ich. Okay. Machen wir noch ein bisschen. Einen Knopf. Es darf nichts raustreten. Nein, Übertritt. Kein Übertritt. Das muss alles schön saftig innen drin bleiben und darf nur ins Fleisch reintreten oder höchstens dann für die Soße. So. Ah, brav. So? Das ist ja wunderbar. Ja, eigentlich ist es das, oder? Genau, das ist jetzt das und jetzt wird es außen noch gepfeffert und gesalzen. Ja. Weißer Pfeffer? Ja. So. Und ein bisschen Salz. Salz. Und dann macht man noch so einen Pinselstrich, also mit, zum Anfangen mit Öl. Also damit es nicht gleich verbrennt. Gut. Da genau. Oh, so ein Tag. Genau, ein bisschen ein, wie in der Sonne von Spanien. Das klingt schön. Ja, schreibt mir doch den Rücken ein. So klingt das. Okay, wunderbar. Und schon kann man es reintun. Dann tun wir das auch hierher. Und ich mache mir meine Flamenco. Meine Öl. So. Finger sauber. So, jetzt sollten wir aber vielleicht Honig drauf. Ja, jetzt, das muss jetzt sein. Das muss jetzt sein. Ich hol's dir raus. Oh. Wunderbar. Wunderbar. Jetzt wird gepinselt. So. Jetzt wird gepinselt. Ja. So.
Das ist nur, das darf nur kurz vor Schluss sein, weil sonst dass das die Haut nicht ganz abzieht. Es gibt ja auch so ein Rezept, wo man die so viel Honig drauf tut, dass die Haut so abzieht. Ah ja, und dann ist die Haut ist man extra. Ja, wie bei genau. bei der Peking-Ente. Genau. Ne? So, mein oh, das ist auch gleich fertig. Okay. Sieht doch wunderbar aus. So. Willst du das jetzt, die Temperatur so lassen? Jetzt noch einmal kurz hoch, ein kurzer Schub. Ein Schock. Wie viel? 210. Okay. Aber nur ganz kurz, damit das noch mal anbräunt. So. Gut. Was dann? Also, wenn wir das jetzt gleich rausnehmen, dann nimmst du die Fülle raus. Ja. Und die machst du noch die mal Fülle, mit. Genau. Das ist ganz wichtig. So. Das wird jetzt. Das lässt du jetzt ja nur ein paar das Minuten. Das muss jetzt nur ein paar Minuten, musst du es jetzt hochkochen. Ja. So. Die tust du jetzt dann hier rein und auch noch, sag mal, was trinkt man eigentlich zu so einer Ente? Also normalerweise ist es ja so, dass man immer sagt, ja, zur Ente gehört dunkler Rotwein, aber eben da breche ich auch die Gesetze, weil das ist eben eine Ente surinamisch und es ist licht und leicht und ist süß-sauer und dann kommt eben ein Weißwein dazu. Ah, ja. Der ist leichter und leichter verträglich. Also ich weiß nicht, was für Weißweine du trinkst. Aber ich bin ein Verfechter von deutschem Weißwein. Und die meisten sagen, was, da gibt's doch gar keinen guten. Ja. Hast du Erfahrung mit deutschem Wein? Ja, also normalerweise halt der Franke, der Frange. Der Franke. Frankenwein. Ich trinke viele vom Rhein. Mhm. Also das jetzt hier ist ein Rhein-Gauer. Probier mal, ob gleich mal. Der hat natürlich Ui. Säure. Der das Säure. Ist wichtig. Das und das ist gut. Doch gut, ja, das ist gut. Sehr gut. Der passt perfekt. Wunderbar. Ne? Würde ich auch glauben. Man ist ja schon erschrocken, wenn man mal einen richtigen Wein trinkt. Ja. Aus Versehen. Aus Versehen. Und keine Chemie. Ja, das ist. Nein, das ist ganz was Sauberes. Das ist ganz was Sauberes. Aber auch da wird man resistent mit der Zeit. So, jetzt kommt gleich mein Knödel. Ein, zwei Minütchen, da kommt es auf eine Minute nicht an. Wir greifen an jetzt. Ich glaube, wir greifen an. Okay. Essen ist ja mehr als nur Hunger befriedigen. Ja, viel mehr. Das glaube ich auch. Oh, wunderbar. Schau sie dir an. Das ist toll. Fantastisch. Toll. So. Sehr schön. Jetzt nehmen wir sie raus. Hier aus. Schön. Und wir schneiden sie auf. Pass mal auf, ich nehme sie. Also das ist ja immer etwas, da muss man normal immer den Chirurgen holen. Also wenn ich jetzt das so schneide, das kann ich auch. Aber es gibt ja dann, also zum Beispiel diesen Feinschnitt. Ja. Feinschnitt. Du meinst die Leute, die so tranchieren können? Wo man dann tranchieren kann. Kann ich nicht. Ja, kannst muss du? Dann, ich auch nicht. Nee. Also ich weiß dann ungefähr hier die Flügellinie, ich weiß das. Und dann da schräg und nicht kann ins auch, Ausschneiden. Was ich auch nicht kann, ist so eine Folie richtig abschneiden. Ich glaube, ich nicht, hätte ich das machen. Ich mache das immer chaotisch, aber das macht nichts, oder? So. Weißt du was, wir nehmen die hier, ich habe hier eine Gabel. Nehmen die hier so rein. Raus. Warte. Soll ich von vorne kommen? Okay. So. Wunderbar. Oh, und das ist jetzt das. Was wird der Saft? Da freut sich die Alchemistin. Ja. Über den Saft. Den muss ich jetzt. Den tue ich schon mal. Jetzt müssen wir ja hier irgendwie zu deiner Fülle kommen. Ups. Der Saft, der muss schon mal. Ich mach dir gleich das an. Ha, das läuft noch. Das läuft das noch? Brennt noch. So. So, guck mal. Ja, mein Gott. Was? Wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Jetzt müssen brauchst wir. Du einen Löffel? Genau. So. Ich halte dir das so auseinander. Genau. Das, jetzt komme ich mir wirklich wie ein Chirurg vor hier. Ja. So. Das ist jetzt, das ist dann gleich quasi wie eine Beilage dann. Ja. Das, hat ja jetzt sozusagen jetzt erstmal die ersten Dienste geleistet, dass es geholfen hat, da die den Ente Geschmack. Zu durchdringen ja. und den Geschmack. Ja. Und dann hat es aber noch meine Eigen. Du brauchst also kein Gemüse? Nein, dadurch nicht. Das ist dann sozusagen die Beilage? Genau, weil man kann noch Gemüse machen. Ja, ja. Kann man ja auch frei nach Schnauze. Ja. So. Du warst ja auch in Amerika, hast da gedreht. Berühmte Filme, wie man weiß. Und weißt du was, ich mach das jetzt, glaube ich, Moment, so. Jetzt machen wir es so. Genau. Du? Okay. Jetzt. Lass noch ein bisschen Luft, damit die Haut kross bleibt. Wenn man genau. sie nicht ganz hermetisch zumacht, dann wird die Haut, bleibt die nicht kross. Die wollen wir ja kross haben. So, jetzt habe ich hier ein Eidotter. Ja.
Du hast gefragt, du warst in Amerika? Ja, da musst du mir erzählen, was du dort erlebt hast. Man sagt ja immer, Amerika, schrecklich mit Essen und so. Es hat aber natürlich also Fast Food, aber es hat auch viel Positives. Ich finde Kalifornien zum Beispiel, die Kalifornier, die sind ja ganz, ganz bewusst, was Essen betrifft. Ja. Also die essen sehr, sehr gut und manchmal sind sie zu esoterisch vielleicht eingestellt. Aber also wenn, dann essen sie sehr, sehr gut und sehr bewusst. Und du kannst bestätigen, dass in Amerika nicht nur Hamburgers gegessen werden. Nee, überhaupt nicht. Ich war mal 5 Wochen in Amerika, bewusst zu guten Restaurants gefahren. Ich habe selten so gut gegessen. Ja, die besten. Das stimmt. Und in den Häusern ist das Tolle, dass immer die Küchen offen sind, jeder kann kommen. Da freue ich mich. Und das muss ich sagen, das vermisse ich hier sehr, weil im Grunde dieses Open House, ja, die arbeiten so hart, die haben ja oft 3 Jobs gleichzeitig und arbeiten so hart. Ja. Aber die Wochenende sind offen, kommt aber man hilft zusammen. Genau. Und das finde ich so toll. Was machst du damit? So wie wir jetzt. Kommt das nochmal ins Rohr? Das ist jetzt nochmal ein Eidotter drüber. Ja. Und das wird jetzt nochmal ganz kurz überbacken. Wie hoch? Das kann ruhig so auf 200 bleiben. Gut. Und deine und das Cilantro, das ist jetzt Koriandergrün. Ja. Und das ist normalerweise im Bauch der Ente, ja, mit drin. Das wird so reingesteckt noch. Das haben wir jetzt vergessen. Das wird jetzt hier draufgelegt. Beweglich. Du bist ja von der. Bei der anderen Ente ist drin. Sag mal hier, das macht jetzt hier. Ich muss jetzt meinen Knödel rausnehmen. Tut mir leid. So. Sonst jetzt wird's zu fest. Ja, was mir auch gut gefällt, ist wirklich so, dass man auch, zum Beispiel, da kommen auch Gäste zum Gastkochessen und die kommen dann in die Häuser und kochen dort und räumen alle wieder auf. Ja. Und ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr schön. Man bringt Freunde mit im Geleit, also da ist man selber verantwortlich dafür, ja, wer das ist. Ja. Und es ist ganz locker. Und das vermisse ich hier manchmal sehr. Also das ist wirklich, man hat hier eher Angst, dass die Leute dann nicht mehr gehen oder dass man dann... Ja, oder dass man nicht gut genug war für sie oder genau. So. Das haben die Amerikaner gar nicht. Ich habe jetzt übrigens etwas nicht gemacht, aber wir haben ja auch ein bisschen Eile. Normalerweise wärme ich die Platte, auf die ich den Knödel tue. Wärme ich einfach hier drüber. Stell die drauf, dann wird die warm. Aber wir können nicht alles perfekt machen. Das ist klar. Ja, ne? Normalerweise würde ich das jetzt machen. So, jetzt muss ich... So, jetzt wird die Soße. Das noch mal ein bisschen abgießen. Jetzt brauche ich ein kleines Löffelchen. So. Was brauchst du? Löffelchen? Ja, das nehme ich da. Ja. Und... Also das wenn ich koche, so draußen bei mir, kann das noch ein paar Minuten bleiben. Ganz viel Küchentücher und das ist immer... Brauchst du ein Küchentuch? Okay. Das haben wir reichlich. So, das ist jetzt die das, Soße, was aus der Ente rausgeflossen ist. Genau, das ist jetzt die Essenz. Da ist also die etwas vom Fett der Ente, genau. Da ist etwas von deiner Orange und von deinem Sherry, genau, was du reingetan hast. Jetzt kommt's. Was tust du jetzt noch dazu? Himmlisch. Oh. Jetzt kommt dazu. Nochmal wird aufgegossen, anstatt Wasser oder Brühe nehme ich jetzt noch den Rest Orangensaft. Mit Sherry. Mit Sherry. Ja. Das wird dann... Das kann nicht schlecht werden. Draufgegeben. Ja. Ein bisschen groß machen. Genau, jetzt darfst du noch mal richtig aufkochen. Ja. Und dann brauche ich noch einen kleinen Schuss süße Sahne. Habe ich. Ganz kleinen Schuss. Kein Mehl. Also wichtig ist, dass man die Soße nicht bindet. Weißer Pfeffer. Bei Ente würde ich immer weißen Pfeffer nehmen. Ja. Du selbst schießt die Sahne. Genau, die mache ich ganz am Schluss. Da wäre ich sehr, würde ich nie wagen, für dich zu machen. Noch einen Spritzer Sherry. Das war so lustig, weil in Arkansas, da ist ein sogenannter Dry Country, ein trockener Country. Man trinkt nicht, aber man hat die Liquor Shop, man tut alles dann heimlich unter den Tisch. Ja. Und als ich mal gekocht habe, dasselbe und habe keinen Sherry, habe gesagt, ich möchte Sherry. Was, Sherry? Haben wir nicht. Dann sagt die Hausfrau, haben wir doch. Ah, heimlich. Im Keller. Jetzt müssen wir aber warten ein bisschen, weil wir jetzt unsere 30 Minuten gleich umhaben. So, noch eins, ein schöner Spritzer. So. Ein Spritzer. Und jetzt? Bisschen Sahne. Genau, aber jetzt muss das alles, was sich da anlegt, alles reinkochen. Alles mit sehr aufkochen. Schön. So, ich muss jetzt ein bisschen drängen, weil wir ein bisschen in Eile sind. Okay. Sonst schaffen wir es nicht mehr. Ich will ja auch noch meinen Serviettenknödel dir vorführen. So. So, jetzt stell ich kann jetzt brutzeln. Ja, guck mal. Das ist jetzt... Kann ihn jetzt... Oh, hältst du mir den Teller? Wunderbar. Wutsch. Perfekt, oder? Ja. Er war von der anderen Seite noch schöner. Ich hätte ihn runterschieben sollen. So, und jetzt, da kommt natürlich was ganz Wichtiges.
Niemals darf man das... Ach, ich bin richtig... Ich will versuchen, den noch umzudrehen. Der war so toll auf der anderen Seite. Anders wie beim Pfannenkuchen, oder? Naja, aber so ist das. Lieber nicht. Niemals darf man den mit einem Messer schneiden. Da würde das Herz der böhmischen Hausfrau bluten. Sondern der wird jetzt... Aha. Das beweist, dass er hauchzart ist und eigentlich sozusagen knapp vor dem Auseinanderfallen. So, das mal runterstellen. Hoch, runterstellen. Ich hol mal zwei Teller. So, jetzt tue ich mal hier zwei drauf. Jetzt müssen wir ja auch gleich was aus der. Die Ende müssen wir. Oh, genau, die Füllung. Gott, genau. So. So. Jetzt die Füllung. Da tust du jetzt einfach was drauf. Jetzt müsste ich ja eigentlich von der Ente was abschneiden. Ja, wir müssen. Können wir das mal so ein bisschen. So. Können wir das mal so. Das ist ein gutes Gefühl, wenn es gelingt. Ja. Weil das Gibst ist ja du ein bisschen Soße drauf noch? Genau. Du, wir sind nämlich jetzt knapp vor... Eine Soße. So. Und dann brauche ich ja noch... So. Die Soße heißt halb, halb, gell? Ja. So. Und jetzt halb, probieren halb. Wir und dann brauchen schnell. Wir halt noch schnell einen Moment. Schnell was? Moment. Das Auge? Das Auge? Das Auge ist mit? Ja, ja, ja. Das Auge ist mit? Oh, hier, hier, das Auge. Ja, so, jetzt probieren wir. Okay. Jetzt probieren wir erstmal. Moment. Ja. Die Gabel. Natürlich, ich hab dir die Gabel hingelegt. Hier. Hier. Okay. Also, ein Stückchen Ente. Ich sage immer, gute Reise. Gute Reise, gute, ein kurzes gute Reise Gebet. Und vor allem gute Ankunft. Mhm. Ja, ein bisschen von den Knödeln. Oh. Mei. Mei. 10 Minuten warten, bis der Vorkoster. Ja. Vorkoster sind wir. Und wenn wir dann noch stehen, dann kann man es nachkochen.